Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Silence. Ja, tauchen wir wieder mal ins Abenteuer hinein und schauen uns erstmal hier um. Getrocknete Die müsste Lust. mal wieder gegossen werden. Getrocknete Knospe. Schweres Gitter, das hört schon mal gut an. Na, gehst du mal hin? Hallo? Ah, danke schön. So. So. Mir gefällt das mit den Lichtstrahlen hier. Gefällt mir sehr. Kette. Das hält den Kronleuchter oben. Aha. Okay, Fenster. Das ist die erste Sprosse. Gut, machen wir das mal auf. Hopp. Mal ein bisschen frische Luft reinlassen hier. Oh. Das sieht mal nicht gesund aus. Wow, eine Riesenblüte. Und voller Pollen, auf die ich bestimmt allergisch reagiere. Nicht einatmen, nicht einatmen. Oh, das riecht aber gut. Oh. Super riecht das. Neue Drogen oder was? Das Ding ist eine Schlange. Wieso ist das eine Schlange, verdammt? Weil das hier Silence ist. Und jetzt such die beiden restlichen Schlangen zusammen. Es müssen drei sein. Hä? Wer ist das? Hallo? Ist da jemand? Nein, niemand. Das ist alles nur in meinem Kopf. Nur in meinem Kopf. Was? Unglaublich. Ich glaube, ich bin ein bisschen auf Drogen. Kann das sein? Naja, gehen wir mal lieber runter hier. Boah, der Sound, ey. Okay, ja, gucken wir mal die exotische Blume an. Hoppala. Eine wahre. Ja, Blumen locken Insekten an und von manchen kriegt man Hautausschlag. Ja, und kriegen wir so mal an. Wonach duftet das? Egal. Hauptsache gut. Ah, ja. Die duften. Von mir aus könnten hier noch viel mehr von diesen Blumen wachsen. Sie sind herrlich. Ist schon merkwürdig. Rini würde Spinnen und Schlangen aufpäppeln, wenn sie krank wären. Sie springt über jede Klippe, würde auf Löwen reiten. Nur Blumen sind ihr nicht geheuer. Diese Blume ist sowas von sedierend. Faszinierend, meine ich. Diese Blume ist Okay. sowas. Wir haben alles durch. Leider habe ich eins übersehen. Tut mir leid. Schlange? Okay, ich glaube, wir legen uns nicht mit der an. Das sind Instrumente. Eine Laute, eine Panflöte, eine Triangel. Okay. Gibt's sonst was? Nö. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Das üben nochmal. Das war mein letzter vergeblicher Versuch, darauf zu kommen. Ich mach mich doch nicht zum Clown. Du bist schon längst einer. Wer ist da? Wer hat es gesagt? Okay, hätten wir das schon mal erledigt? Da kommen wir hoch. Ah. Da ist Janus Vogel drauf. Das ist ein Wegweiser. Hoffentlich nicht zum Vogelmarkt. Okay, dann gehen wir mal zurück zu den Jungs und sagen denen mal Bescheid. Vielleicht hilft das. Fensterladen. Ah, okay. Und hoppa. So. Passt genau. Sehr schön, hat sich ja schon mal gelohnt, da rauszugehen. Okay. Ich kann nur hoffen, dass der Fensterladen nicht zu marode ist. Wofür machen wir das? Und der Hund wirklich aus Stein? Ich drück einfach mal. Fast wie im Zirkus. Ah. Oh, ich muss ja ausbalancieren hier.
So. Plastik, Plastik. Ja, wunderbar. Her damit. Hm. Oh. Nicht einatmen. Verdammt, schon wieder. Nummer 2. Hey, ich habe genau ins Fenster getroffen. Ich kann werfen. Dann hätten wir schon mal Nummer 2. Können wir noch was machen mit dir noch? Braves Hündchen. Okay. Ist ja schon gut. Du machst mir Angst. Okay, gehen wir nochmal rein. Irgendwas machen können vielleicht noch. Obwohl, ne, glaube ich jetzt nicht. Zum Lager geht also nicht. Laubhaufen. Gucken wir da nochmal rein. Vielleicht schippen wir noch was. Ich habe schon einen Stein an den Ketten. Ach stimmt, durchs Wasser bedingt werden die jetzt gewachsen, mit Sicherheit. Okay, dann hoppa! So. Und rein da. Die Mucke ist so geil. Wow, 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 wow. Das ist geil. Diese Blume ist sowas von sedierend. Faszinierend. Moment mal, wir sind jetzt... Als Rini noch kleiner war, hat sie sich mal in einem Sonnenblumenfeld verirrt. Wir haben sie erst gefunden, als es schon dunkel war. Deswegen hat sie also Angst. Ah, gehen wir durch die kleine Öffnung mal. Von hier aus ist das Loch auch nicht viel größer. Hm. Tja, was machen wir jetzt? Da kommen wir nicht hoch. Und dann, Das sind die Schlangen. Vielleicht können wir da oben noch was machen. Ah, Moment mal. Kette. Das hält den Kronleuchter oben. Kann ich nicht da dran springen, Mensch? Runter wollen wir jetzt nicht. Gibt's hier noch sonst was? Ah, geht nicht weiter. Ha, was machen wir jetzt? Das ja, ja, müssen wir. Müssen wir wieder runter. Da kommt er nicht hoch, der Dappes. Ich werde nicht vergeblich versuchen, da raufzukommen. Ich mach mich doch nicht zum Clown. Du bist schon längst. Aha. Ah, Mann, was machen wir denn da? Ah! Moment mal. Okay. Huch! Meine Erinnerungen an den Flötenunterricht sind sehr verschwommen. Was können wir da machen noch? Ich habe gerade keine Ahnung, was man hier sonst noch machen kann. Nicht einfach. Als Rini noch kleiner war, hat sie sich mal in einem Sonnen... Ja, wissen wir schon. Wir haben sie erst gefunden. Ich habe schon einen Stein an den Ketten. Da ist nichts drin. Hier auch nichts mehr. Muss da irgendwas drin sein, Mann. Hallo Herbstwald. Gut siehst du aus, wie früher. Immer noch genauso herbstlich. Okay. Was machen wir denn da noch? Die Schiebetür bringt uns ja nichts mehr. Das Wasser. Das Wasser läuft jetzt in die Ruine rein und macht sie noch maroder. Aha. Woher kenne ich diese Ruine bloß? Was uns nochmal? Irgendwas muss doch da drin geben, ey. Kann doch nicht sein! Ja. Da muss da irgendwas zu finden sein. Oh, schnell rein da. Schnell rein. Hopp, hopp, hopp. Gut.
das die alte Bergwächterburg ist, dann muss das hier der Festsaal gewesen sein. Ja, aber... Oh! Oh! Der Bolzen hält die Lampe oben. Mir egal, ich brauche ihn als Spross. Jawohl! Her damit! Und wupp! Uch! Nummer 3, da haben wir sie. Wunderbar. So. War wohl zu viel, hä? Ja, ja, Peace, hä? Harnflöte, Laute, Triangel. Hier muss abends die Post abgegangen sein. Mal gucken. Springen? Nee. Nein? Ja, wunderbar. So. Okay, wunderbar. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Und nu? Was? Nee, oder? Nicht bewegen. Brave Schlange. Gleich könnt ihr euch wieder nach Herzenslust winden. Aber erst, wenn ich oben bin. Nee, oder? Was eine kranke Idee ist denn das, bitteschön? Schnell rauf. So. Tada! Genau, tada! Das sage ich auch immer. Oh Gott, mein Schädel brummt. Aber wozu will das Guten, wie gesagt? Oh, wieso habe ich so einen mordsmäßigen Krater? Kater? Was zum. Was stand nochmal in der Botschaft? Vom Camp aus am Krater vorbei. Janus kann nicht mehr weit sein. Blubberblase. Boah, ich bin gerade erschrocken. Blödes Mistvieh. Bestimmt giftig. Okay. Oh, Verbrennungsgefahr. Gesichtsförmiger Stein. Der Stein da sieht aus wie jemand, den ich mal gekannt habe. Ralf? Was ist denn das für ein Vieh? Nein, doch nicht. Ein Stein von vielen. Okay. Lava. Was die Erde hier wohl aufgerissen hat? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Oh, da ist was. Vogelpfeife. Her damit. Was ist das für eine Pfeife? Eine Vogelpfeife. Einfach mal reinpusten. Ist das Janus Vogelpfeife? Mein treuer Freund. Huch! Hey! Giftkrähe! Blödes Vieh. So, haben wir zu Rini. Mal gucken, was wir da machen können. Ah, sie ist wach. Noah? Gucken wir mal, Samuel. Sam? Der schnarcht. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Genau, was ist drin? Und. Trommelwirbel. Trr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 r
Oh, Mädchen, das ist ja keine Spieluhr. Nein. Sollen wir es machen? Ach komm, jetzt zieh mal dran. Komm, pass auf, was passiert. Und... Ja. War doch eine Spieluhr. Hm? Noch was drin? Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Mädchen, nicht schießen. Oh Gott. Ja, komm. Bam! Und? Was war das für ein komisches Geräusch gerade? Samuel wird schon gut auf Rini aufpassen. Besser sie ruht sich aus, während ich der Gefahr ins Auge sehe. Okay. Aus dem Krater wollen wir nicht wirklich, oder? Ich glaube, wir müssen aus dem Krater, kann das sein? Na komm, gehen wir mal raus. Schauen uns noch ein bisschen um. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ganz bestimmt. Nicht. Okay. Dann drehen wir besser wieder um, würde ich sagen. Ganz langsam und leise. Ha. Wir müssen also irgendwas im Krater machen. Verdammt, Rini! Irgendwas ist passiert. Ich muss zurück. Nein! Das kommt davon, wenn man rumspielt. Aber ich hätte es auch gemacht. Ernsthaft? Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Rini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat. Seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Ah, das kenne ich. Hört ihr mich gar nicht? Das kenne ich. Ich ziehe. Hallo? Hey? Du? Hey? Hörst du mich mal? Alter, wie oft muss ich noch ziehen? Alter, warum geht das jetzt nicht hier? Sie sehen mich nicht. Das weiß ich ganz genau. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Oh. Und wir beschützen dich. Aber er hat mich auch nicht gehört. Wir machen ihn auf uns aufmerksam. Und Erwachsene, typisch. Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Abdecken brauchen wir es gar nicht. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Okay, Leute, dann werde ich mich mal so langsam verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar doch da oder ein Abo oder vielleicht ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis dann, euer Trixi. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.